Der Boden auch sauber genug für sie. Ich bin verdurstet. Ja. Geht's Ihnen gut? Verdurstet. Es könnte sein, dass wir ein medizinisches Problem hier am Spind haben. Ah, das ist kein guter Eindruck. Der Herr ist gerade umgekippt und nicht mehr ansprechbar. Ein guter Eindruck. Ja, Mann, ich habe doch gerade so viel Autorität. Ja, ich rufe mal einen Arzt an. Was ist mit dir denn passiert? Ich rufe einen Arzt. Ich habe sie eine Minute hier mit dem Herrn alleine gelassen. Jetzt liegt er hier bewusstlos im Flur. Ja, hallo, wir haben hier, wir haben hier einen, ja, weiß nicht, vielleicht einen Bewusstlosen hier im FIB Tower. Keine Ahnung, nicht vielleicht ob das an uns liegt, bewusstlos. Aber irgendwie so umgefallen. Ja, klopfen Sie mal auf die Wange, Herr Winzecker. Hallo. Das ist ja schrecklich. Okay, ja gut. Ja, also Sie können ja nochmal anrufen, dann mache ich Ihnen den Fahrstuhl auf da bei uns. Zucker. Da kommen Sie ja nicht so rein. Jetzt machen Sie sind doch hier lange Polizist gewesen. Müssen wir... Ja, ich war ja schon hier. Ich bin gerade gucken, Puls. Ja, perfekt, Tricks. Alles klar. In Ordnung. Ich danke Ihnen. Atmung ja, ist tschüss. Da. Aus. Ja, Winzecker, was ist denn passiert? Haben Sie ihm einen Gong gegeben? Ich war 20 Sekunden weg, Herr Winzecker. Sie können doch hier nicht den... Nein, also, er hat einfach nur... hier. Der Mann ist wichtig. Der hat seinen Spind befüllt und mehr nicht. Bis Willen. War einmal so umgekippt. Hat er sich das Ding da an den Dötz gehauen, oder was? Nee, eigentlich nicht. Er stand nur neben mir, hat mich dann Der hat auch so eine bleiche Gesichtsfarbe, vielleicht lang nichts, weiß nicht. Ja, der hat eine sechstägige Sexorgie hinter sich, kann ich euch sagen. Also vielleicht, weiß ich nicht. Kennen Sie den Herrn, oder? Ja, das hat er mir vorhin erzählt. Also ich, naja, ist eine andere Geschichte. Ja, der ist, Und ja. Die vom Krankenhaus kommen jetzt? Ja, also sie, also die versucht, was möglich zu machen. Da standen gerade 60 Ärzte im Kreis im Krankenhaus. Dann wird ja wohl einer mal kommen können. Ja. Weiß auch nicht. Können wir mal ein bisschen Wasser suchen oder sowas? Alter, ja, ich aussehe! Gut, vielleicht gib mal dem einfach mal so einen Eimer ins Gesicht oder so. Okay. Oder hier, ich habe noch Kokoswasser. Haben Sie noch was? Ja, Kokoswasser. Wird ihm nicht schaden. Der Mann merkt sowieso nichts mehr. Ich sehe aus wie tot. Ja, der blinzelt, das ist alles. Eine Klage wird es ja wohl nicht geben. Ja, hoffentlich nicht. Ja, ist das jetzt rechtswidrig, oder? Nee, machen Sie mal. Das ist Erste Hilfe. So. Also nicht intravenös, ne? Was? Ja, so, dann hau ich dem jetzt mal hier so eine Ladung ins Gesicht. Laser. Die rufen gleich an, wenn die der Fahrstuhl öffnen werden muss, oder? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kann auch einer unten warten. Ich kann auch das Tor. Ich warte gerne unten. Machen Sie das, ja? Ja, machen Sie das mal hier. Gottes Willen. Ist ja schrecklich. Ich kann nichts machen. Er hat sein Spind hier geöffnet. Wir haben kurz geredet und auf einmal ist es umgekippt. Ich bin bewusstlos. Ich kann nicht aufstehen. Elsa, Sie belasten schon wieder meine Nerven. Hallo. Was habe ich noch verbrochen? Laser. Kann nicht sein. Hat er einen Einlauf von Director bekommen, oder? Nee, eigentlich nicht. Also. Bin ich tot? Also, ich meine, ich war bei dem Gespräch nicht dabei, aber wirkt eigentlich alles normal. Ich bin verhungert, verdurstet. Ja. Das ist ja furchtbar. Hallo. Ja, keine Ahnung. Prix war gerade vorne bei mir. Dann. Ja, Prix war gerade vorne im Büro und Winzecker stand mit ihm hier und dann ist er einfach umgefallen. Winzecker, ich glaube, wir müssen uns unterhalten. Das ist der Laser hier. Er hat mir erzählt, dass er eine sechstägige Orgie hatte mit 20 Frauen oder so. Wie auch immer, wir müssen, Pierce. Ihr habt ihr mal, also... Ja, ja. Sams ist informiert. Die kommen. Kokosnuss was ins Gesicht. Haben schon mal Mund zu Mund beatmet? Naja, atmet den Puls ist auch noch da. Ja, ja. Unterzuckert ja. Oder so. Winzecker, können Sie Mund zu Mund beatmung? Wozu? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, wenn es zu dem Fall kommen sollte, dass er nicht mehr... Also. Ja, zur Not kann ich schon, natürlich. Ja. Gott sei Dank.
Aber wenn wir kein Gift hier ausschließen können oder sowas, dann weiß ich nicht. Denken Sie, der wurde vergiftet? Ja, keine Ahnung, wir sind ja beim FAB. Da hält man sich alles Mögliche vor, was passiert sein kann. Aber doch nicht hier im Tower. Das kann ja schon vorher eingeflößt worden sein, ne? Ach so. Das ist ja genug Zeit, nee, was spät wird. Das hat Ulrich geschrieben. Ja, also vorhin sagte er mir noch eigentlich, nach meiner Animation? Auch nicht. Also er war eigentlich, weiß ich nicht, er sagte, dass er irgendwie voll im Saft steht und jetzt das. Hm. Also ja. Saft ausgelaufen. Also ja, ich schütt jetzt mal noch eine Ladung vor, ja. Alles okay? Können Sie atmen? Kopfstützen hier? Gottes Willen. Oh je. Machen Sie mal was. Aber ich weiß auch nicht. Halt ihm mal Ihren Kopf, damit Sie hier auch die Luft... Ahnung, oder also... Und sag, kann das. Ich... Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ja. Ich kann nicht... Ich spüre meine Gliedmaßen nicht sich mehr. Wieder. Oh, ja. Ich spüre meine Gliedmaßen nicht mehr. Ich nicht aufstehen. Ich weiß, was los ist. Bleiben Sie ruhig. Arzt ist gleich da. Haben Sie... Was ist denn? Haben Sie den Schwarz vor Augen oder so? Vielleicht zu wenig gegessen, zu wenig getrunken, Ich muss das rekonstruieren. Das letzte, was ich gehört habe, war... Sie werden nicht früher als ich befördert. Das lasse ich nicht zu. Batz, batz! Und dann lag ich. Mit wem war ich denn... mit wem? Ja, mit mir waren Sie allein. Warum haben Sie das getan? Was habe ich denn getan? Ich glaube, das sollten wir erstmal untereinander klären. Alles in Ordnung. Warten Sie, ich helfe Ihnen mal hoch, okay. Dann nehmen Sie irgendwo eine Hand. Mal, dann lasse ich Sie den Zügel übernehmen. Alles gut. Stellen Sie sich nicht so dran. Bleiben Sie lieber liegen, bleiben Sie lieber liegen. Bleiben Sie liegen oder ich weiß ja auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Können Sie aufstehen? Ich kann gar nichts. Ich bin wie erstarrt. Ich glaube, meine Gliedmaßen sind steif. Ja. Das kommt von der Orgie. Ich habe zu viel von den blauen Pillen genommen und jetzt ist mein kompletter Körper wie eine Kerze. Ich kann wirklich nicht. Ja, bleiben Sie erstmal liegen, das FD kommt ja gleich hier. Die ja, hoffentlich. Ich bin ertrunken. Ansonsten brauchen wir irgendwie so einen Muskelentspanner oder sowas. Ich könnte tatsächlich reloggen. Kennen Sie sich da aus mit Gegenmaßnahmen, Laser? Gar nicht. Ich habe mich niemals in solch einer Situation gesehen. Haben Sie nicht schon öfter so Pillen geschluckt? Jetzt geht's. Oh, es geht. Was für denn? Es geht langsam. Oh. Gut. So, wollen Sie vielleicht irgendwas? Ich habe hier so eine süße Limonade, vielleicht hilft das. Das wäre super. Denken Sie, hier, bitteschön. Ich danke Ihnen. Ja. Gott sei Dank. Endlich. So, perfekt. Endlich geht's Ihnen wieder hoffentlich besser. Dann brauchen Sie noch kurz. Geht's wieder? Alles bestens, es geht wieder. Ich komme mich gerade wieder ein bisschen sammeln. Dankeschön. Perfekt, gut. Brauchen kann Sie noch sein, kurz vielleicht kann zwei sein, dass ich den gleich nochmal brauche, den Laser. Wirklich? Ja. Okay. Brauchen Sie noch zwei vielen Sekunden Dank. Für sich. Danke sehr. Ich würde gerne jetzt mal ganz kurz mal mit dem Agent alleine sprechen. Mit Herrn Wilson. Nehmen Herrn Windsacker. Herr Windsacker? Herr Windsacker. Warum wollen Sie mit Herrn Windsacker alleine reden? Weil wir gerade, glaube ich, noch... Ich will jetzt ihn nicht in irgendeine unangenehme Situation bringen. Das kriegen wir schon kurz geklärt für 2 Minuten. Okay. Vielen Dank. Ich möchte kurz mit Ihnen reden, Herr Windsacker. Gehe ich mal kurz zur Seite. Aber Agent, es wäre wahrscheinlich besser, wenn Sie dabei sind. Was war das denn gerade? Sie machen das schon. Bitte was? Ich verstehe nicht, was war denn das gerade für eine Aktion? Naja, Sie haben mich gerade einer Straftat bezichtigt, dementsprechend wäre es mir eigentlich lieb, wenn wir uns jetzt so nicht austauschen. Wie war nochmal der Name? Das klären wir am besten mit der Leitung gleich. Ja, Windsacker. Passen Sie auf, wir machen das ganz einfach. Es ist nichts passiert. Ich hatte einen kleinen Kollaps, alles gut. Ja, ich weiß, dass Sie einen Kollaps hatten, aber Sie sind gerade aufgewacht und haben hier von sich gegeben, dass ich Sie niedergeschlagen habe oder was auch immer. Das ist nicht passiert, das werde ich Ihnen gleich sagen. Alles gut. Ja. Ja, das sagen Sie zum Kollegen, der stand daneben, hat das gehört. Das tue ich. Ich wollte nur kurz demonstrieren, wer jetzt hier
im Game ist. Ja. Also, wie war nochmal der Name? Wingsucker? Ja, nochmal Agent von Wingsucker für Sie. Wingsucker. Oder Sir. Wir kommen uns beide nicht in die Quere, oder? Weiß ich mache meinen Part, Sie machen Ihr Part und alles ist gut, nicht wahr? Ja, wie gesagt, wenn Sie jetzt hier falsche Aussagen getätigt haben, dann... Alles gut, ist es nicht. Das war nur gerade kurz ein Anfall. Gut. Alles super. Dann machen wir weiter. Ich werde das natürlich alles richtig stellen. Das hoffe ich auch. Na gut. Oh, 1500 Dollar. Wie oft eigentlich? Spinnchen? Entschuldigen Sie? Moment. Alle ignorant hier. Ich glaube, dir muss ich auch noch eine Lektion erteilen, oder? Ja. Mal gucken. Mir geht's soweit gut. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Mhm. Wir sind jetzt Kollegen und ich freue mich wirklich auf die Zusammenarbeit, das wird super. Laser? Ja. Dass gerade was passiert ist, ich bin anscheinend einfach ein bisschen zusammengebrochen, weil ich zu wenig gegessen habe. Kein Problem, das alles ist in Ordnung. Gut. Brauchen Sie noch was? Weil ich habe gerade rumgescherzt, dass Wingsucker da irgendwie, aber das war natürlich nur ein blöder Witz. Ja, ich will nicht, davon das... machen Sie ja öfter Witze. Ja, ja, das wissen Sie ja, ich will mir jetzt nichts irgendwie in die Schuhe schieben oder sowas. Eben, in Ordnung. Gut. Mr. Laser, wir haben 30 Minuten einen Termin. Bei wem? Bei Incognito. Und gut. Mit Director. Da bin ich mal gespannt. Wunderbar. Gut, dann haben Sie mit Ihrem Schwind alles hinbekommen? Alles gut. Ich bin nur gerade ein bisschen zusammengebrochen, weil ich ein bisschen, also ich glaube, mein Kreislauf wegen Hunger und sowas, aber es läuft alles wieder. Okay. Also ich habe mich erholt. Danke nochmal für das Trinken. Dankeschön. Und danke, dass Sie beiden auch zur Stelle waren, um mich wieder mir hochzuhelfen. Danke sehr. Kein Problem. Gut, dann gebe ich Ihnen einmal hier bitte Ihr Funkgerät. Vielen Dank. Das können Sie einmal anmachen. Und dann einmal in den FIB-1-Funk gehen. Einmal dann diesen Rädchen drehen und dann einmal den richtigen Kanal einstellen. Mhm. Perfekt. Gut, dann können Sie einmal funken und einmal einen Testfunk absetzen. Einmal hier einmal durchfunken, Funkcheck und dann reicht das. Dann müssen Sie einmal auf diesen größeren Knopf da drücken und dann einmal funken. Was? Ja, er soll einmal Probe funken. Funken. Laser. Mir wurde gesagt, ich soll erstmal nicht funken. Ja, jetzt einmal funken. Mir wurde aber gesagt, vorhin ich soll nicht... Ja, ich erkläre Ihnen gleich, wie Sie funken sollen. Wann Sie funken sollen. Der Tabulatormuskel. Ja, Wilson, hallo. Das ist ein Tabulat, achso. Jetzt dürfen Sie aber funken. Grüße Sie, hallo. Ja. Ich werde mal kurz was trinken. Und dann machen Sie das. Nehmen Sie alle Zeit der Welt. Den haben Sie vorgeladen. Joghurtgesicht, was schreibst du mit Tabulatormuskel? Geh, okay. Funkcheck. War doch nichts trinken. So, perfekt, gut. Dann, Sie dürfen funken, wenn irgendwas ist. Wenn Sie in irgendeine Lage geraten, wo Sie gerade nicht telefonieren können, wo Sie das Funkgerät aber gerade griffbereit haben, können Sie natürlich in den Funk kommen und um Hilfe erbitten. Haben Sie das verstanden? Ich habe das soweit verstanden. Genau. Eine andere Sache, wo Sie auch funken dürfen, ist, wenn irgendeine Lage ist, worüber Sie uns informieren wollen. Also jegliche Informationsweitergabe an andere Agents können Sie auch über den Funk machen. Das heißt, Sie gehen kurz in den Funk, sagen hier Sonderermittler, wie auch immer Sie heißen, ich habe die und die Information, hier findet gerade irgendwas Krasses statt, ihr könnt hier mal vorbeikommen und euch das angucken. So verstanden. Sonst haben Sie nicht im Funk zu sein und sorgsam mit diesem Funkgerät umzugehen, wenn da irgendwas sein sollte. Das Funkgerät wird Ihnen geklaut. Jemand hört irgendwelche Informationen mit und Sie wissen das.
dann sagen Sie uns das Bescheid und dann können wir da irgendwelche Gegenmaßnahmen starten. Das werde ich machen. Ich werde mich dann sofort melden. Wenn Sie uns das nicht sagen sollten, wäre es natürlich ein Problem für die Agency, wenn da ein Funkgerät entwendet wird mit den entsprechenden Funkkanälen. Das ist doch ein Traum. Gut. Wir gehen jetzt gleich einmal noch, wo ist denn Agent Windsucker? Egal. Gut, wir gehen jetzt einmal zur Ausgabe und dann kriegen Sie einen Taser. Dann kommen Sie mit. Taser, haben Sie was anderes zum Anziehen? Das ist erstmal egal. Kommen Sie einmal mit. Also für den Termin halt. Ach so, ja, bestimmt. Eher nicht Agent Briggs. Nicht? Haben Sie gleich noch einen Termin zusammen? Wenn er da, bitte? Haben Sie gleich noch einen Termin zusammen? Ja, oder? Mit Director. Wie? Wenn er da dann so aufkreuzt, dann also... Nun, ich kann es mir aber leisten, weil ich wichtige Informationen habe, also. Die nicht von irgendwelchen Kleidungsstilen abhängig sind. Ja, gut, ich freue mich. Wann wurde Ihnen das denn mitgeteilt mit dem Anschlusstermin? Frau Director meinte, er hat mir nämlich Sachen... Kommen Sie mal kurz mit Agent Wilson. Nee, das haben wir aber eh erst in einer halben Stunde, deswegen haben wir alles... Ist alles in Ordnung. Kommen Sie mal mit Agent Wilson. Bleiben Sie mal kurz ein bisschen an die Seite. Ja. Machen Sie Laser, machen Sie sich nicht zum Löffel. Ja. Das ist so witzig. Ich werde mit Windsucker so eine aggressive Stimmung, so ein Verhältnis haben, obwohl er gar nichts macht. Aber auch so leicht, also jetzt nicht übertrieben krass, so, sondern einfach nur so. Hallo? Können Sie jetzt zum Schauen kommen? Ja. Dann können Sie da oben einmal aus der Ecke sich einen Taser rausnehmen, sonst anderes alles hier drin lassen. Ich habe diesen Taser jetzt rausgenommen, eine Sekunde. Das ist doch ein Traum. Control in die Hose verschieben. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen, eine Sekunde, ich muss mal was in meinen Rucksack legen. Machen Sie. Haben Sie schon mal einen Taser benutzt? Nein. Maximale Reichweite, 12 bis 13 Meter, das ist aber auch schon sehr hoch gegriffen. Eher auf kurze Distanz, wenn Sie jemanden damit treffen, sofort das Krankenhaus alarmieren, dass die Taser dann professionell gezogen werden. Genau. Auf Eigenschutz achten, bei jeder anderen Waffe. Noch irgendwelche Fragen dazu? Könnte ich den Taser... Ja. Bei Agent Windsucker testen? Nein. Gut. Ich werde ihn jetzt rausholen. Ja. Wenn Sie den hier in der Agency rausholen, ist eh eine ganz schlechte Sache. Hier im vorderen Bereich können Sie das gerne machen, aber hier mit irgendeiner Waffe durch die Agency zu laufen, ist natürlich keine besonders gute Idee. Aber es sollte ja relativ selbsterklärend sein. Gut, so haben Sie jetzt einen Taser? Habe ich. Gut. Perfekt. Gut, dann kommen Sie mal mit. So, hier Tower, wahrscheinlich das eher Wichtigste für Sie ist, da hinten ist die Toilette. Wenn Sie mal irgendwie müssen, dann können Sie da drauf gehen. Ist die erste Tür für Männer. Sonst an die Computer gehen Sie hier nicht. Selbstverständlich. Sie haben, glaube ich, auch gar keine Zugangsdaten von Frau Director bekommen, nicht. Oder? Nein, habe ich nicht. Genau, und deswegen da erstmal nicht dran gehen. Genau, jetzt rufe ich einmal ganz kurz an, ob ich irgendwas vergessen habe. Und dann sind Sie, glaube ich, gleich auch schon fertig. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Kriege ich sowas um den, also kann ich mir auch so eine Kette aus dem Spind holen? Oder brauche ich das sowas nicht? Das frage ich jetzt gleich nach. Achso. Okay, sonst keine mehr. Sonst gerade fällt mir nichts ein, nein. Okay. 3, 2. Hier 2. Auto? Nee, habe ich ja. Komm, oder die andere Marke zum Ausweisen. Aber ich habe eine andere Idee. Okay, können Sie einmal in seinen Spind legen, ich denke, dann kriegt er die. Genau, sonst Umhänge, also ein Holz und so, braucht er alles gar nicht, ne? Oder irgendwelche T-Shirts oder so, nur die Marke. Okay, perfekt. Ach, den Ohrstecker, okay, dann tschüss. So, dann fahren wir jetzt noch wohin. Mal kurz, ob Ihr geliebter Agent Windsucker mitkommen kann. Ich habe zu ihm irgendwie eine ziemlich gute Verbindung. Wieso das? Weil ich glaube, dass... Also von allen war er ja zur Stelle, als es mir schon von vornherein schlecht ging und ich... Ich wollte noch gerade den Taser nicht mehr ausprobieren. Ja, weil ich so eine gute Bindung zu ihm habe. Wollen Sie mitkommen, Agent Windsucker? Oder wollen Sie aus der Dienst gleich? Achso, keine Ahnung. Okay,
wir stehen hier. Ach ja, sie sehen uns. So, dann fahren wir jetzt einmal wohin und dann bringen wir sie wieder hier hin. Dann sind sie vielleicht pünktlich wieder da. Hallo, Herr Windsucker. Agent Windsucker, tut mir leid. Alright. Ich freue mich tatsächlich, mit Ihnen auch vielleicht ab und zu mal zusammen. Okay. Zusammenzuarbeiten. Ist schon da. So, ja, wir nehmen den Granger. Nehmen wir den Granger dieses Mal, Jungs? Ja, hallo? Jung, guten Tag. Wir stehen mit Ihrem Fahrzeug aktuell im Parkverbot. Wo steht denn das? Zum Ausstatter. Ah, ja, okay. Ich bin, ich beschließe, bitte nicht abschleppen, sonst gibt's Ärger mit uns. Ja, haben Sie die Möglichkeit, das kurzfristig einmal zu entfernen? Ich werde das jetzt entfernen lassen. Eine Sekunde, ich komme mal kurz raus. Ja, wir warten hier. Danke. Bis gleich. Der wurde abgeschleppt, oder? Ja, genau, der steht vor dem FIB Tower. Genau, da müssen wir kurz hin, um das zu klären. Ich kümmere das eben. Er hat gesagt, wir sollen da hinkommen. Ich kümmere mich eben darum. Gut. Warten Sie. Hat sich was. Guten Abend, das Federal Investigation Bureau. Es ist gerade eine Streife von dem FIB Tower, das da ein Auto abschleppen lässt. Was finden, welche Streife das ist? Nein, das. Oh. 79, können Sie denen einmal sagen, dass das Auto erstmal stehen bleiben kann? Okay, tschüss. So. Okay, ist da ja. Alles gut. Alles in Ordnung. Gut. Haben Sie Stress mit dem Officer oder? Warum hat er Ihre Nummer? Die haben irgendwie. Wahrscheinlich hat er das geortet. Also das. Geortet? Also nicht geortet. Ich meine, er hat das Kennzeichen natürlich niedergeschrieben und dann geguckt, wem es gehört und dann meine Nummer herausgefunden. ETC. So. Bitte. Ja, wir fahren jetzt einmal kurz hin, holen ihn, sie kriegen. Sie fahren falsch. Also rechts rum, ja. Genau. Sie kriegen einmal eine Umhängemarke und einmal einen Ohrstecker und dann sind sie auch fertig. Wenn sie irgendwas mit ihrem Taser gemacht haben und dann können sie auch einmal bei uns anrufen. Denn da werden, denke ich mal, Fragen dann vom PD auch gegebenenfalls aufkommen, warum sie einen Taser haben. Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Geradeaus fahren. Links. Nee, geradeaus fahren. Okay. Ach, stimmt. Ah, okay, jetzt weiß ich wieder. Na, passt. Gut. Sie haben keine weiteren Fragen mehr, oder? Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Das ist gut. Agent Kollege. Wissen Sie, diese Stadt braucht Ordnungshüter. Diese Stadt braucht ein System. Und wir sind. Oh, Handy? Ja, hallo? Hallo, Herr Leiter. Ja, wer ist da? Frau Grimm. Hallo, Frau Falsch Grimm. Gefahren. Hallo. Wir müssen jetzt hier links. Wenn Sie gerade bedroht sind. Was? Wenn Sie gerade bedroht, zwinkern Sie, okay, das ist. Ich werde nicht bedroht. Ich mach gerade mein Ding. Jetzt wieder links, ja. Dann hier in der Ecke. Wir werden sich geradeaus. Wissen Sie was, wenn Sie ein Date mit mir wollen, dann stellen Sie sich hinten an. Oder sagen Sie es direkt. Aber ich lasse mich auf keine Spielchen ein. Bis dann. Ach, hier ist er, ne? So. Richtig, richtig. Ah, die ja vorhin schon links fahren können, ja. Ich glaube, man, die riechen die Marke. Es ist immer so, die Frauen stehen auf Menschen, die alles im Griff haben. Dann kommen Sie mit. Und Sie haben alles im Griff, oder? Ja, natürlich habe ich alles im Griff, Agent. So. Dann können Sie sich bei der Dame einmal den Ohrstecker holen und einmal diese Umhängemarke. Und dann können wir auch weiterfahren. Haben Sie Bargeld dabei? Ja, habe ich. Gut.
Mann. Bei der Dame da hinten einmal. Achso, ja. Ja, wir würden draußen warten. Sie schaffen das ja, ne? Natürlich. Hat er das auch gesagt? Kann ich ablegen. Nur eine Umhängemarke und ein Dings, ne? Hier nicht eine Weste oder eine Holzer, nur Jungs, eine Umhängemarke und ein... Jungs, ich sag euch mal was. Ja. Diese Stadt ist gefährlich. Nee, nur eine Umhängemarke und Ohrendings. Jungs, nicht hier, ja, Vollausstattung. Wir haben jetzt hier einen neuen Sheriff in der Stadt, okay? Nee, ziehen Sie die Sachen da aus. Keine Schabernack. Gut. Nur Umhängemarke und jedes Ohrstück fürs Hundgerät. Mehr gibt's nicht. Ich sagte, ich soll das zurückstellen. Besser ist es. Seiten sind schlecht. Ich kann gar nicht. Moment. Das Abzeichen und. Genau. Das Abzeichen und. Agent Briggs, wo sind Sie? Wir sind gerade noch beim Ausstatter. Na, check. Ohrstecker, okay. Aber wo ist der Ohrstecker? Wir haben mich schon verstanden, oder? Also... Ja, nein, alles gut. Okay. Ich suche nur noch, ich gucke gerade, in welchem Regal der Ohrstecker ist. Ja. Nur das Abzeichen. Er ist nicht oben bei den Jacken da hinten, ne? Also... Ja, alles gut, man muss sich keine Sorgen. Ja, gut. Das ist gerade ein bisschen zu... Ach, Masken wahrscheinlich, ja. Okay. Klamotten. Einkaufswagen. So. Gut, haben sie alles. Ohrstecker und Marke. Ohrstecker und Marke habe ich. Und die Jacke haben sie auch? Die habe ich nicht. Gut, perfekt. Dann kommen sie mit. Und Frau Director wird Ihnen ja schon einiges gesagt haben, was Sie machen können oder was nicht. Da müssen wir, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Sie hat mir auf jeden Fall gezeigt, wo die Grenzen liegen. Das ist doch dann schön. Dann habe ich ihr gesagt, wo die Grenzen liegen. Und wir sind, wir bei haben ihren Grenzen uns, geblieben wahrscheinlich. Können. Wir haben uns einigen können. Gut, dann setzen wir jetzt einmal wieder beim Tower ab, bei Agent Wilson, und der macht dann irgendwas mit Ihnen. Leute. Wir sind sowas wie die Krieger der Neuzeit. Wir werden gebraucht. Auch wenn Leute nicht wissen, dass wir... Moment. Ja, hallo? Dankeschön. Drücken Sie mich nicht immer weg. Ich habe nur eine Frage an Sie. Ja? Und ich bin nett. Ich bleib freundlich. Das Auto, wissen Sie die Fahrt davon noch? Ja. Leider nicht. Okay, wir sind in 2 Minuten am Tower. Schönen Abend noch, tschüss. Ciao. Ja, okay. Tschüss. Wie heißt denn diese Dame, die da auch im PD arbeitet oder beim FIB? Ich weiß es nicht mehr. Die sieht, ist ein bisschen älter. Wissen Sie, wen ich meine? Officer? Agent? Ach, Sie reden mit uns? Ja. Nee. Eine Dame, die älter ist. Ja, sie sieht aus wie eine Brunhilde. Nee, eine Brunhilde kenne ich nicht. Ja, aber sie sieht so aus. Sie hat hochgesteckte Haare und eine Brille. Hab ich noch nie. Haben Sie schon mal so eine Officerin gesehen? Keine Ahnung, aber... Kriegen Sie schon ermittelt? Oh, ich vergesse den Namen immer. Die... Das ist egal, war nicht wichtig. Ich glaube, die mag mich. Steht auf mich. Wirklich? Widerlich. Sind Sie nicht an Officerinnen interessiert, oder? Ach, nee, die hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Durch sie bin ich letzten Endes jetzt genau hier, wo ich bin. Und das gefällt mir nicht. Wir wollen nicht in der Agency arbeiten. Naja, es geht um das Große und Ganze. Okay. Aber es ist eine lange Geschichte.
So, dann bringe ich sie einmal kurz hoch und dann fahren wir gleich weiter. Sie können eben kurz hier bleiben, Winsucker, fahren wir gleich zur Justiz. Auf eine gute Zusammenarbeit, Agent Winsucker. So, dann können Sie einmal hoch hier in die Büros fahren. Dann kommen Sie einmal. Hallo, da können Sie da hinten einmal in der Sitzecke warten, Herr Wilson kommt dann gleich zu Ihnen und dann können Sie einmal auf den Termin mit V-Director. Das heißt Agent Wilson. Kommt in 10 Minuten. Schönen Abend. Kommen Sie? Na klar. Warum haben Sie eine Marke um? Haben Sie sich die geklaut, oder? Agent. Ich bin jetzt einer von Ihnen. Auf eine gute Zusammenarbeit, Whiskers. Also, Sie haben wirklich zu viel von diesen Tabletten genommen. Kommen Sie. Warum sind Sie so laser? Ich bin der, der die unangenehmen Dinge tut. Ich bin der, der ich sein muss, weil ihr alle nicht so sein wollt. Meinen Sie? Ich habe nicht das Privileg zu entscheiden, wer ich bin. Steigt Ihnen jetzt alles zu Kopf? Das ist Ihnen zu viel. Sie können mit mir darüber reden. Sie können gerne eine interne Beschwerde einreichen, wenn Ihnen irgendwas zu viel wird. Aber ansonsten werde ich über dieses Thema nicht mehr mit Ihnen kommunizieren. Sie wissen ja, wo Frau Direktorin ihr Büro hat. Sie sind echt schräg, wissen Sie das? Na, was warten wir jetzt? Auf Director. Ach so. Hm. Ich geh mal kurz ans Telefon. Klar. Zum Termin nehmen wir übrigens die Marke ab. Das sollte ja klar sein. Zum Termin? Zum Termin. So verstanden. Gut. Wissen Sie was, Herr Whiskers? Was, Laster? Passen Sie mal auf. Ich habe heute eine Schnecke zum zweiten Date eingeladen, lief nicht so gut. Dann habe ich noch die Initiative ergriffen und ein drittes draus gemacht. Lief super prächtig deftig. Habe ihr einige Fragen gestellt und habe so getan, als würde ich genau die gleichen Antworten droppen. Und schwuppdiwupp ist sie verliebt in mich. Ich hab sie. Ich werde sie kennenlernen. Ich werde sie durchleuchten. Und dann werde ich ihre Werkstatt infiltrieren, weil sie dort die Chefin ist. Alle Informationen werde ich ihnen zuspielen. Und dann haben wir sie. Ist durchleuchten eine Anspielung auf ihren Nachnamen und auf ihr Glied? Ganz genau. Hm. Aber ich tue es nicht, weil ich es tun will, ich tue es, weil ich es tun muss. Das ist das Effektivste. Verstehe. Ist das deswegen auch so ein Ding, dass sie irgendwie ein super Special Agent imitieren aus Filmen, oder? Ich imitiere gar nichts. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, okay. Nun gut. Gucken Sie, dass Sie die Marke ablegen. Nehmen Sie diesen Stöpsel aus dem Ohr. Wird gemacht. Whiskers. Entschuldigen Sie. Hat Ihnen jetzt die Sprache verschlagen? Nein, ich sollte Ihnen folgen, richtig? Nein, Sie sollten die Marke ablegen. Haben Sie andere Kleidung? Ja, im Rucksack bestimmt. Ja. Ich guck mal. Wunderbar.